Hallo YouTube, hallo Abonnenten, ich bin es, euer Miami Rice und ihr seid hier auf dem Kanal von Darf was so viel heißt wie die Arschfotzen-Freunde. Und wie ihr schon mitbekommen haben müsstet, ist ein neuer da, der FPS Germany, der die PCler vertreten soll auf unserem Xbox-Kanal. Ja, nebenbei im Hintergrund seht ihr Battlefield 4 Gameplay der letzten Tage. Nach dem Herbstpatch macht das Spiel einfach wieder Feeds und ihr seht da einfach mal ein paar Highlights von mir, was ich da euch gerne zeigen möchte. Der Anfang war natürlich ein Fail, ist klar. No Aiming, ist klar. Am liebsten würde ich euch ja Halo zeigen oder ein bisschen Halo an sich hochladen oder so, aber da ist echt gerade irgendwie was mit dem Multiplayer nicht in Ordnung. Naja, Kinderkrankheiten. Beta-Tests kennt man doch jetzt schon alles. Die Spiele kommen raus, wir testen erstmal eine Beta. Eine vollbezahlte. Aber gut, Geduld muss man da mitbringen. Ich freue mich auf nächste Woche GTA, da geht's richtig ab. Und oh, der YouTube-Kanal wird dann wieder aufblühen, auferstehen und wieder voll mit Videos gespammt werden. Könnt ihr euch drauf freuen, wir machen da auch ziemliche Scheiße, denke ich mal auch. Ziemlich lustige Scheiße, wir versuchen es zumindest lustig zu sein. Ja, ansonsten, ja, wo war ich stehen geblieben? Ja, die PCler haben jetzt jemanden auf unserem Kanal, das ist der FPS Germany. Schreibt in die Kommentare, ohne Mist, schreibt diesen Typen in die Kommentare. Diesen arschsympathischen und netten Typen in die Kommentare, was ihr sehen wollt, was ihr... Nicht mal, was ihr, ob ihr das weitersehen wollt, was er macht, ob er es gut macht und... Ich finde, er macht seine Aufgabe richtig gut. Mir gefallen seine Videos sehr. Bin absolut kein Fan von Rollenspielen, aber das vertritt er ganz gut. Denn Daumen nach oben und kommentieren und FPS Germany for the win. Woo!